Und da sind wir wieder. Das speichern wir mal sicherheitshalber. So. Achso, es lief ein Buhu vorbei. Das hätte ich eigentlich lesen können. Da steht es auch, ne? 0 von 50 Buhus. 50 Buhus. Ja, jetzt, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir besuchen mal sicherheitshalber nochmal jeden Raum. Ja, guck mal. Das ist überhaupt nicht auffällig. Nein. Nein, nein. Ganz und gar nicht. Rambo ist mächtig böse. Aha. Ups. Ups. Hätte ich einfach aufsaugen können, ne? Muss ich gar nicht anleuchten. Kann ich auch hier gar nicht. Ja, wo ist er denn jetzt? Sitzt hier gar nicht mehr im Raum oder wie ist das? Ich weiß es halt auch nicht mehr, ne? Es ist halt wieder die Tischdecke da. Aber der Geist ist nicht mehr da. Der Gamer Horror schlägt nicht an. Aber hier irgendwo. Hier. Rambo, aus dem Weg! Ja, oh. Okay. Ja, jetzt habe ich ihn. Muss ja immer wieder lernen, wie das hier alles funktionieren soll. Ja, gibt's denn sowas? Du hast bereits deinen ersten Buhu gefangen. Ich habe diese Fieslinge untersucht. Nun, diese Buhus scheinen Licht nicht gerade zu mögen. So viel sicher. Sie setzen alles daran, sich in bzw. unter Einrichtungsgegenständen zu verstecken. Wenn sie in einem hellen Raum feststecken. Folgerichtig müsste man nur alle Lichter der Villa einschalten, um schnellstmöglich alle Buhus zu finden. Was hältst du davon, Kleiner? Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Okay. Gib acht, Luigi. Okay. So, hier haben wir aber trotzdem einen. Frage ist halt nur wo. Da. Ups. Hochschnüffel, sorry. Ups. Hervorragende Arbeit, Luigi. Du bist wie ein Leopard auf der Jagd. Okay, du kannst mir jetzt ein Buhu schicken. Okay. Kann ich immer wieder speichern, ist ja super. Gut. Na, wo versteckt sich hier einer? Der dreht doch hier gerade schon auch ab. Da, irgendwo. Wahrscheinlich im Spiegel. Kennst du Game Boy Advance? Jetzt ja. Ich will das Herz. Oh, wie ich immer, ne? Das Talent habe, keine Herzen einzusammeln. Das ist Wahnsinn. Wäre immer schön, wenn ihr mich irgendwie heilen könntet hier. Heilen bringt das ja nicht, ne? Nee. Samurai. Also wirklich. Muss ich jetzt hier weiter mit 55 Lebenspunkten irgendwo durch die ganze Gegend hier durchlaufen? Sachen gibt's. So, und durchsuchen wir natürlich auch nochmal die anderen Räume. Und guck mal, hier soll auch wieder einer sein. Die Lampe? Nein. Aber da. Oh, guck mal, das ist sogar wieder Geld. Mein Name ist Tabu. Ich will das Geld. Geht doch. Easy. Gar kein Problem. First try. Er hat sich noch nicht mal gewehrt.
So. Das war, glaube ich, die Fake-Tür. Nee, das war die Fake-Tür. Das heißt, da haben wir noch einen Raum. Nee. Aber hier. Der hat sich nicht ins Bett gelegt. Wo ist er denn? Der Schelm. Irgendwo hier hat es gerade geleuchtet. Da ist Geld. Jede Menge Geld, 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 Geld. Da ist er. Nee. Auch nicht. Vielleicht in den Bildern. Irgendwie stehe ich direkt daneben. Da. Aber den Schrank hatte ich eigentlich schon angehauen. Okay. Bulette. Man nennt mich Bulette. So. Haben wir schon mal ein Zehntel? Scheint die echte Gespür für diese Biese zu haben. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um deinen Bruder machst, Kleiner, aber du hast doch alle Zeit der Welt. Also mach dir mal nicht ins Hemd. Ach ja, übrigens, musst du eigentlich nie auf die Toilette? Das erleichtert manchmal ungemein. Aha. Okay. Aber erstmal gehen wir hier auch nochmal rein. Im Babybett hier. Ja. Nein. Aber im Tisch. Ich bin's, Turbo. So. Hey, du bist ja nicht zu bremsen, Luigi. Fantastisch. Ich weiß, dass ich fantastisch bin. Einfach nochmal Mario schreien. Mario! Mario! Das Rumgeschreie. Du Wahnsinn. Ist hier eigentlich noch irgendwas drin? Oh ja. Nö. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas, was ich nicht sehen kann oder so? Nö. Oh, ich muss gleich niesen. Die Welt ist in Ordnung, ich habe genießt. Genossen. Egal. Ja, dann gehen wir hier auch nochmal in die Räume rein, in die ich schon gegangen bin. Ja, 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 ja. Spiel mal nicht Bowling hier. Da läuft so ein Kerzenleuchter. Aua. Ach, selbst diese schöne Melodie bringt mich nicht weiter. Was muss ich nun tun, um ihr Herz zu gewinnen? Natürlich, Leidenschaft, darum geht es. Ich zeige ihr mein brennendes Verlangen, das ich empfinde. Meine lodernde Leidenschaft wird sie verzehren. Oh. Ja, dazu kommen wir auch nochmal. So. Hier gibt's aber keine Toilette. Aber eine Badewanne. Eine Badewanne gibt's nichts. Den Duschkopf kann ich auch nicht ansaugen, glaube ich. Sieht schlecht aus. Okay. Hier nochmal ganz kurz klopfen. Ist nichts, okay. Hätte ja sein können, aber nö. Gut. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Denn irgendwo haben wir hier auch nochmal einen Geist. Wahrscheinlich in einem der Stühle hier oder so, oder im Bild. Nicht, aber hier. Hallo, ich bin Abulala. Was? Ibims 1 Bu.
Das würde jetzt noch kommen. Hey du, du bist ja nicht zu bremsen. Ja, wie immer. Okay. Noch mal ganz kurz in den Nachbarraum rein. Und mal gucken, wo der sich hier versteckt. Vielleicht im Eimer? Nee. Da, zwischen den Stühlen. Nein, im Spiegel. In der Kiste. In der Kiste. Was ist das? Ball. Hey, ich hab ein Herz, yay. Ich weiß gar nicht, ob man damit irgendwas Tolles machen konnte. Anscheinend nicht. Der kommt hier nicht raus. Hä? Da. Hä? Ich hatte das so schon zigmal gemacht, ne? Das Gameboot zu mir sagen. So. Okay. Haben wir das. So. Jetzt natürlich halt die Frage. Wo geht es jetzt hin? Wir haben ja keinen Schlüssel. Kann ich jetzt in einen Raum rein, wo ich vorher nicht rein konnte. Also, wo ich glaube, wo ich nicht rein konnte. Das ist dann nämlich tatsächlich dann die Toilette. So, dich haben wir. So, hier rein. Hier war, glaube ich, vorher abgeschlossen. Ach, guck mal. Schnee, ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Sag dir nicht drum. Immer da schon. Oh, darum kümmerst du dich darum. Dann kümmerst du dich darum. Schließlich bist du ja auch der Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja gar keine Sorgen mehr machen. Auf fein. So. Und es ist natürlich ein Schlüssel. Geil. Für die Tür da unten. Okay. So, hier vielleicht mal ein Klopapier saugen. Bestimmt eine tolle Idee. Da ist ein Herz. Hui. Das Geld. Das Geld. Ist da eine Lampe oben? Nö. Ein Spülkasten? Nö. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder. Wir haben ja alles, was wir wollen. Und noch viel mehr. Na, gehst wohl, wo du musst. Immer dasselbe hier. Und einfach mal den ganzen Staub hier aufsaugen. Saugt ja hier eh keiner in dem Schloss. Dieser Villa. Was? Ah, da ist einer von den Goldmäusen. Hab ich ganz vergessen. Die ist jetzt weg. Wenn man die aussaugt, kriegt man da irgendwie nochmal ein ordentliches bisschen an Gold und so. Aber damit muss halt rechnen, muss er halt auch erwischen und. So, was haben wir denn hier? Eine Perle. Hallo? Was ersuchst du mich? Wer bist du? Ich bin Madame Le Caro. Verloren gegangene Gegenstände ermöglichen mir den Blick in die Zukunft. Besitztümer anderer Personen inspirieren meinen Geist. Wenn du verloren gegangene Gegenstände findest, solltest du sie mir bringen. Dann wirst du Zeuge meiner weitreichenden Gabe. Okay. Um was ersuchst du mich? Sag mir in Zukunft. Oh, Murmel, nein, nichts. Ich nehme keinerlei spirituelle Vibrationen wahr. Gut, müssen wir ihr halt erst irgendwas bringen. Geld. Mir ist Geld verloren gegangen. Kannst du damit was anfangen? Ich glaube nein. Ist auch so ein bisschen im Wohnhaus, habe ich so das Gefühl, gegen
das Licht, wenn ich es bestrahle, ne?